Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet über die Partnervereine der DB AG. Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Heute Frankfurt gegen St. Pauli zum Siegen verdammt. Im Interview Heribert Bruchhagen bei Axel Kruse und Vorfreude, noch 102 Tage bis zur FIFA-Frauen-WM. Am Samstag gilt es für die Eintracht. Nach einer beispiellosen Talfahrt nach 9 Spielen und nur 2 Punkten kommt es zum Kellerduell gegen St. Pauli. Es muss ein Sieg her. Da sind wir jetzt die letzten Wochen reingeraten und deswegen glaube ich, dass St. Pauli jetzt sicherlich schon ein Spiel ist, das entscheidend sein kann. Die Eintracht ist zum Siegen verdammt. Nur ein Erfolgserlebnis hilft aus der Krise, würde das angekratzte Selbstvertrauen wieder aufpolieren. Das Team kann mehr, das meinen auch die Fans. Normalerweise bin ich der Meinung, die wären ein bisschen besser, aber... Das ist halt Kopfsache. Da fehlt auch, was ich nicht sehe, ist auch so ein Aufbau mal während dem Spiel. Mal einer, der auch mal eine Linie vorgibt. Ja, das fehlt momentan. Ne? Immerhin, Fans und Vorstand stehen zum Team und zu Trainer Skibbe. Auch die Spieler haben den Ernst der Lage verinnerlicht. Wir brauchen nicht irgendeine Schönspielerei, sondern wir müssen beißen und kämpfen und irgendwie die Punkte holen. Frankfurt gegen St. Pauli irgendwie, eine Art Endspiel am 27. Spieltag. Das weiß auch Vorstandsboss Heribert Bruchhagen. Heribert, wenn ich dir nach der Hinrunde gesagt hätte, Eintracht Frankfurt kommt noch in Abstiegsgefahr, was hättest du mir dann geantwortet? Ja, hätte ich gedacht, Axel Kruse, Berliner Junge mit ausgesprochen großer Fantasie, hat mal wieder schlecht geträumt und ja, ich hätte es nicht ernst genommen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Jetzt hast du in der Zeitung gesagt, ja, wir sind leicht ausrechenbar. Ist das auch eine kleine Kritik ein bisschen an den Trainer? Nein, es ist doch so, dass ich nach den Spielen immer zur Pressekonferenz gehe und mich auch als sportlicher Leiter dort stellen muss. Und nach einer Niederlage habe ich gesagt, so wie wir jetzt spielen, sind wir zu leicht ausrechenbar. Wir gewinnen an keiner Stelle 1-1. Wir schaffen keine Situation, um den Gegner, die gegnerische Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Das war eine Analyse nach einem verlorenen Spiel. Und wenn das dann als Trainerkritik ausgelegt wird, wenn ich ein Spiel analysiere, dann kann ich mich dagegen nicht wehren. Aber es wird nicht so weit kommen, dass ich überhaupt nichts mehr sage zu den Spielen, sondern das, was ich sehe, das spreche ich auch aus und das spreche ich auch mit dem Trainer an. Und das wissen wir ja auch alle selbst, dass wenn man dann journalistischen Mut hat, daraus eine Fundamentalkritik an Michael Skibbe zu machen, dann muss ich damit leben. Jetzt war ich gerade drüben beim Training, wenn man da die Äußerung hört, ja, uns gäbe ist nicht mehr der richtige Mann. Wie lange kannst du dem Druck noch standhalten, dass du sagst, das bleibt alles so, wie es ist? Also wir haben die erfolgreichste Hinrunde seit 17 Jahren gespielt und alle und Michael Skibbe ist hier durchweg nur gelobt worden dafür, dass er die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt hat. Richtig ist, dass wir uns in einer tiefen Krise befinden. Davon muss man sprechen, wenn man 2 Punkte in der Rückrunde geholt hat. Und dass wir auch tabellarisch schwer unter Druck stehen und das St. Pauli-Spiel ausgesprochen wichtig ist. Aber Michael hat das Vertrauen der Mannschaft, Michael hat das Vertrauen des Vorstands. Und er muss jetzt beweisen, dass er mit der Mannschaft, im Team, mit uns, dass er auch in der Lage ist, dieses Vertrauen im Spiel gegen St. Pauli zu rechtfertigen. Und ich bin überzeugt davon, dass er das machen wird. Du hast ja auch eine Meinung zu allen Geschichten so in der Fußball-Bundesliga. Wenn man jetzt mal guckt, was beim HSV los ist, was bei Bayern los war, was bei Schalke 04 los war oder ist, wie bewertest du die Situation im Moment in der Fußball-Bundesliga? Ja, das Problem ist, dass die Erwartungshaltung immer größer wird. Wir Vorstände und Vereinsführer, wir sind genötigt, den Menschen immer extrem optimistische Versprechungen zu machen. Die Zielsetzungen sind immer viel zu hoch, die vor der Saison gesetzt werden. Dann ist klar, dass die meisten Vereine ihre Ziele nicht erreichen können. Jeder will 3 Punkte mehr holen als im Vorjahr. Das geht nun mal gar nicht, weil der Erfolg des einen bedingt den Misserfolg des anderen. Und das kulminiert dann am Ende in solchen nicht erfüllten Erwartungshaltungen. Die wiederum schlagen sich dann in Trainerkritik nieder und dann hat man das Theater. Und ja, so ist es in den Vereinen im Augenblick und auch bei Eintracht Frankfurt so. Das ist ein Teil der Bundesliga. Wahrscheinlich ist es so, dass wir vor der Saison einfach mehr Mut haben müssen zu einer realistischen Aussage und zu einer realistischen Einschätzung der eigenen Mannschaft.
Jetzt spielt ihr am Wochenende gegen St. Pauli, sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja. Wie sicher bist du dir denn, dass da endlich der Bock umgestoßen wird? Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir haben auch unser Anspruch, muss es auch sein. Also St. Pauli ist ein toller Verein, hat auch eine ordentliche Mannschaft, ist Aufsteiger. Aber unser Anspruch muss es sein, hier ein Heimspiel gegen den FC St. Pauli zu gewinnen. Und davon weiche ich keinen Millimeter ab. Und das werden wir auch schaffen. Das wünsche ich dir und bedanke mich für das Gespräch. Axel, mach's gut. Ciao. Eine neue Chance für Joe Simunic. Der Kroate kehrt nach seiner Suspendierung ins Mannschaftstraining zurück. Trainer Marco Pezzaioli erklärte nach einer Aussprache: Joe hat gesagt, dass er sich hundertprozentig mit dem Verein, der Philosophie, der Mannschaft und dem Trainer identifizieren kann. Damit sollte Simunic auch zum Kader beim Spiel am Samstag in Hannover zählen. Hertha BSC tritt am Freitag in Ingolstadt an. Trotz zuletzt überzeugenden Auswärtssiegen in Aachen und Fürth sind die Berliner gewarnt. Ingolstadt hat 3 Siege in Serie eingefahren. Wir tun gut daran, mal weiter konzentriert zu arbeiten. Das ist richtig, wir sind im Moment auf einem guten Weg. Die Mannschaft ist stabil. Wir wissen aber auch, dass wir uns das zu Beginn eines jeden Spiels immer wieder neu erarbeiten müssen. Jeder Gegner ist in dieser Liga auch in der Lage, an einem Tag gegen jeden zu gewinnen. Und für uns gilt, wenn wir nicht alles abrufen, dann sind wir eben auch verwundbar. Und darauf müssen wir uns immer wieder aufs Neue konzentrieren. Am 9. April ist es soweit. In Frankfurt steigt die 2. Auflage des DB-Fankicks. Axel Kruse trifft auf Charlie Körbel. Bewirb dich für das Team Kruse. Warum? Was gibt es Schöneres, als gegen den Rekordspieler der Fußball-Bundesliga zu gewinnen? Bewerbt euch für das Team Körbel, weil ihr wollt ja viel Spaß haben und vor allen Dingen, ihr wollt ja das Spiel gewinnen. Also, auf geht's! Kruse kickt gegen Körbel und du kannst dabei sein. Die Deutsche Bahn verlost 5 Plätze pro Team, An- und Abreise sowie den Besuch beim Spiel Frankfurt gegen Bremen. Die Bewerbung mit Name, Adresse und Alter geht an db-fankick@spielzug.com. Der DB Fankick in Frankfurt. Bewirb dich jetzt. Einsendeschluss ist der 25. März. Am 26. Juni geht's endlich los. Deutschland gegen Kanada in Berlin, das erste Spiel der deutschen Frauen bei der WM. Nur noch etwas mehr als 100 Tage also, das zeigt auch die große Countdown-Uhr am Berliner Hauptbahnhof, aus der jeden Tag ein Ball herausrollt. Derjenige, der den Ball hat, bekommt eine Karte, auf der ein Code steht. Und mit diesem Code kann man sich auf www.bahn.de/fanecke einloggen und dort teilnehmen an einem Gewinnspiel, wo man Finaltickets gewinnen kann, aber auch Tickets für das Eröffnungsspiel hier in Berlin. Countdown-Uhren finden sich in den Hauptbahnhöfen aller WM-Spielorte, so zum Beispiel auch in Dresden, Gladbach und Frankfurt. Die Deutsche Bahn ist ganz nah dran am Ball als nationaler Förderer und offizieller Mobilitäts- und Logistikdienstleister der WM und will so zu einem neuerlichen Sommermärchen beitragen. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben. In 2006 war ein fantastisches Beispiel, wie viele Menschen sich für diese Fußball-Weltmeisterschaft begeistert haben. Ich glaube, dass die Frauen sehr, sehr guten Fußball spielen mittlerweile, dass sie als Favoritinnen auch in dieses Turnier gehen und dass wir gerade aus Berlin aus, glaube ich, starke Zeichen gesendet haben, dass wir in der Lage sind, ein tolles Turnier zu organisieren und viele Menschen zu begeistern. Insofern glaube ich, dass es vielleicht so etwas wie ein Sommermärchen-Light in jedem Fall in diesem Sommer geben wird. Der Sommer kann kommen, die Weltmeisterschaft kann kommen und mit etwas Glück und Geschick können Sie bei der Deutschen Bahn Karten gewinnen und bei der Weltmeisterschaft hautnah als Zuschauer dabei sein. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, meldet sich nach der Länderspielpause wieder im Videochannel auf Sport 1, in der Fanecke der Bahn, bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.